Hallo alle und ein herzliches Willkommen zurück zu einem weiteren Mechanism-Tutorial. In dieser Episode möchte ich euch zeigen, wie ihr zum Beispiel die Enriching Factory automatisieren könnt. Das bedeutet, wir wollen da so ein paar Pipes auf jeden Fall ranlegen oder anlegen. Und damit haben wir zum Beispiel die Möglichkeit, einmal den Basic Logistical Transporter zu verwenden. Wir haben hier eine Chest. Dann wollen wir einmal das Ganze einmal hier entsprechend so hier verbinden. Und damit haben wir eigentlich schon den Großteil erledigt. Wir brauchen dafür noch den Configurator. Damit können wir Items jetzt hier herauspullen. Und hier wird im Grunde genommen einfach nur auf Push gesetzt noch. Und dann sollte das auch schon funktionieren. Wir brauchen noch ein bisschen was in der Site-Config. Das bedeutet, wir haben jetzt unsere Item-Config. Wir haben Output ist blue. Das sieht sehr gut aus. Als blue, wir haben Input top und das sieht auch alles sehr gut aus. Das heißt, das müsste eigentlich alles so funktionieren. Das bedeutet, wir brauchen jetzt auf jeden Fall nur noch einmal ein paar Rohstoffe. Nehmen wir jetzt hier mal so ein bisschen was an Eisen und was brauchen wir noch? Dann nehmen wir hier Redstone, nehmen wir auch noch mal alles, irgendwie gemischt auf jeden Fall einmal mit dazu hier. Können wir hier noch, was nehmen wir noch mit dazu? Diamond nehmen wir noch mit dazu, das ist auch immer gerne gesehen. Zack. 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 So. Die Ultimate Enriching Factory ist auf jeden Fall eine der, beziehungsweise die höchste Enriching Factory, die es halt gibt. Also, das heißt, wir haben sehr viele Verarbeitungsslots hier drin. Und ich packe jetzt einfach mal alles, was es hier irgendwie gibt, packe ich mal hier rein. Und wir sehen, unsere Pipe kommt so ein Stück weit ans Ende. Ne, muss man einfach so sagen. Also, es geht zwar ordentlich was durch, aber das ist alles irgendwie, ja. Das ist irgendwie ein bisschen zu langsam. Deswegen können wir das Ganze hier mal abbauen. Unsere ganz normale Basic Logistical Transporter. Es gibt nämlich noch die Ultimate Logistical Transporter. Und in die können wir uns auch nochmal angucken. Ultimate Logistical Transporter wird hergestellt aus L8 Elite Logistical und Atomic Alloy. Das ist dann im Metallurgic Infuser mit eines der größten Items oder Hauptitems. Und das heißt, wir packen das einfach mal ran. Wir nehmen den Configurator, setzen ihn wieder auf Push und können somit auf jeden Fall, und wir sehen, da wird es aus Stackweise einfach abtransportiert und wir sehen, hier geht auf jeden Fall gut was auf jeden Fall weg von der Sache her. Jetzt müssen wir nur noch einmal hier das Ganze einmal konfigurieren. Wir stellen einmal auf Output und wir sehen, jetzt werden die Items auch entsprechend abtransportiert und wir sehen, dass wir ziemlich am Limit sind, was die Stromproduktion hier natürlich angeht. Aber wir haben natürlich genau das gemacht, was wir haben wollten, weil wir haben jetzt eine Kiste, wo wir einfach unseren Stuff reinlegen, wenn wir gefarmt haben oder wenn wir irgendwie eine Query am Laufen haben. Da kommt alles rein, geht dann im Grunde genommen in unsere Factory, Enriching Factory und wird dann klein gemacht und so, dass wir das dann hier an der Stelle weiterverarbeiten können. Ja, so viel auf jeden Fall zu den Kabelkonnektoren, zur Automatisierung gegebenenfalls. Vielen Dank fürs Einschalten. Wenn ich euch helfen konnte, lasst einen Daumen nach oben da. Bis demnächst. Ciao.